Bereit für einzigartige Fußballerlebnisse auf Blue Sport. Präsentiert von Swisscom, Adidas, 11 Team Sports und MS Sports. Der erste Traummatch ist Geschichte. David FC Urnäsch hat 0:25 gegen Goliath FC St. Gallen verloren. Ein Auge lacht und das andere Auge hat gebrüllt. Also es ist wirklich, es ist vorbei. Und ja, irgendwie bin ich schon ein bisschen, ja, es ist wunderbar gewesen. Es ist so schön gewesen, es ist unbeschreiblich, wirklich. Ich kann tausend Wörter noch sagen. Es ist einfach nicht zum Beschreiben. Es ist so. Und für die Jungs natürlich auch. Und ich glaube, das wird erst in zwei, drei Wochen dann der Fall sein, dass wir uns dann, ja, daran können erinnern und merken, hey, wow, was haben wir da erleben. Noch einmal lassen die müden, aber glücklichen Helden ihr Traummatch Revue passieren. Traummatch bei Traumwetter und ich glaube, ich träume, wenn es vielleicht nicht doch stimmt, im Dorfe Urnäsch. Ist das der Marcel Reif tatsächlich neben mir sagt, dass es wahr ist, Marcel? Es ist sowas von wahr und ich freue mich sehr. Der größte Tag in der Geschichte des FC Urnäsch beginnt morgens um 8 mit einer Besprechung des Traummatch UK-Teams. Ich denke, wir machen jetzt noch mal schnell ein Briefing, dass wir jedes Röst so schnell durchgehen, wer da was zu machen hat. Dadurch, dass der FC St. Gallen mit einem rechten Staff kommt, haben wir gesagt, wir stocken da ein bisschen auf. Nicht, dass wir wie Amateure aussehen. Halb 10 Uhr muss ich kurz die Krone nur den Schal holen. Für den Traummatch ist eine vierstündige Live-Übertragung geplant. Ja, super, genau. Genau. Okay, also willkommen hier zum Traummatch-Produktion, wo wir heute loslassen, um 3:30 und bis kurz vor der 7:30 durchsendet. Der erste Traummatch in der Geschichte des Schweizer Fußball, Swisscom und Blue. In kurzer Zeit, in 3 Monaten, haben wir hier alles aufgestellt eigentlich. Also, wir gehen den Ablauf Punkt für Punkt durch. 3:30 geht's los. Und irgendwann fängt er an zu reden und dann können wir dann ins Studio hinterher gehen. Nicht mal bei 20 Sekunden, oder? Genau, 15-20 Sekunden und ja, einfach Musik immer drunter und dann könnt ihr ja ein bisschen steuern. Dann probieren wir das nachher mal noch, wenn ich offiziell. Das können wir, ja. Du sagst, wenn wir proben. Die Mannschaft startet mit einem frühen Mittagessen in den Traummatch-Tag. So richtig groß ist der Appetit nicht. Erwartet, oder jetzt? Ein bisschen angespannt, ein bisschen bereit. Gut. Freut euch. Nicht einmal mehr Hunger. Gell? So nervös, dass ich nicht mal essen konnte. Ja, gut. Beliebt bei Profis wie Amateuren vor und nach dem Spiel. Der Jass. Es wird der bislang heißeste Tag des Jahres. Das UK-Team bietet auf der Fanmeile fortlaufend Abkühlung. Made in Urnäsch. Der Wembley-Rasen vom Appenzellerland bekommt seinen letzten Schliff. Die Aufstellung war nicht einfach. Ich habe gestern Abend 3-4 Telefon geführt mit den Spielern, die ich habe. Ja, wo es halt nicht lange hat, um in der ersten Elf sein, aufzulaufen, das ist klar. Ich habe es probiert abzuholen, sehr gut Echo. Ist mir klar, dass alle von Anfang an spielen wollen. Es geht einfach nicht. Wir sind eine Mannschaft. Die einen werden anfangen, die anderen kommen dann nachher zum Zug. Aber ich denke, geniessen wird es jeder Einzelne können. Das ist ja so. Die grösste Überraschung heute, der Manu im Goal. Das ist so. Wie gehabt, wie gewohnt,
So wie wir es eigentlich die ganze Rückrunde gespielt haben. Wir spielen hinten mit einer Dreierkette. Vielleicht lachen sie uns aus, wenn sie es sehen. Ich weiß es nicht, aber keine Ahnung. Ja. Da ist unser Mittelfeld. Links der Philipp, im Zentrum haben wir den Nico, den Biek, den Kevin auf dem Zeni und den Buddy. So fangen wir an im Mittelfeld. He? In der Spitze starten wir mit dem Dani und mit dem Martin. So spielen wir. Mit den besten Wünschen vom ehemaligen Topstürmer und Blues-Sportexperten Mladen Petric. Und zwar, den kennt ihr, den Herr. Der Mladen Petric hat bei uns Stürmertraining gemacht. Und er hat uns noch eine Nachricht auf den Weg mitgegeben. Also, lasst mal rein, was er zu sagen hat. So, meine Freunde vom FC Urnäsch, es ist soweit, der grosse Tag steht vor der Tür. Euer Traummatch gegen den FC St. Gallen. Ich bin leider nicht vor Ort, aber unterstütze euch natürlich aus der Ferne. Und ich wünsche euch alles Gute für das Spiel. Viel Spass und vor allem geniessen es, weil ich glaube, so oft haben wir noch nicht vor so einer Kulisse gespielt. Die ganze Schweiz schaut dort zu. Ja, und Stürmer, denkt daran, den Ball einfach aufs Goal bringen, weil nur so besteht die Möglichkeit, dass vielleicht auch einer reinrutscht. Also, macht's gut und gutes Spiel. Ein ganz besonderes Geschenk haben Urnäschs Finanzchefin Tanja Brandenberger und OK-Chef Thomas Gülinay noch für Roman Kelchsberger. So, genau. Hallo miteinander. Hallo. Hier ist auch zwei. Wir haben recherchiert. Wir haben wirklich recherchiert, wie du auch. Und mussten feststellen, dass du ja anscheinend ein heimlicher Fan bist vom FC Herisau 2. Nein! Doch wir erinnern uns an den Besuch vom FC Urnäsch im Blues-Studio in Volkitzwil. Hey, ist cool, sind da? Ist die Vorfreude immer noch so? Oder ist noch der Niederlage gegen Herisau 2? Vorbereitungen laufen hervorragend. Ja, hat mich nicht gedacht, weil am Wochenende der 2-0 verloren gegen Herisau 2. Das finde ich, habe ich dann schon angeschaut. Das ist vielleicht etwas zu wenig, oder? Ja, da hast du absolut recht. Also dort hätte es mehr müssen gehen. Darum haben wir den Laden aufgeboten. Der kommt ja extra vorne. Es gibt ein Stürmertraining dort. Weißt du, was wir für dich extra organisiert haben? Das niegelnagelneue Dress von Herisau 2 mit dem 2. Nur für dich. Also das ist von der Gäste von Herisau? Ja. Ja. Herisau 1 würde ich nie schauen. Aber für Herisau 2 würde ich von weit her anreisen. Jetzt, wo ich weiss, wie schön es da hinten ist, sowieso. Gut. Danke vielmals, herzlichen Dank. Ist das meine Grösse? Ja, M. M? Ja, das wird eng. Ja. Aber ich werde mich mal zeigen bei Gelegenheit. Ja, genau. Vielleicht ja wieder gemeinsam mit Kollege Marcel Reif. Der freut sich auf das Erlebnis-Traummatch David gegen Goliath. Ich denke, das Ergebnis heute ist völlig wurscht. Sie müssen es überleben irgendwie. Die St. Galler sind natürlich ein bisschen in der Zwickmühle. Die wollen sich viele Spieler zeigen, weil das ist Saisonvorbereitung. Und auf der anderen Seite willst du ja hier den Leuten den Spaß nicht verderben. Also das wird für mich ein sehr, sehr spannendes Spiel. Und im Ernst, hier geht es darum, dass der kleine Fußball den großen Fußball mal trifft. Das ist viel zu selten mehr der Fall. Deswegen sind solche Dinge sehr, sehr wichtig. Noch sind die Teams aus St. Gallen und Urnäsch ein Stockwerk im Schulhaus getrennt.
Auf dem Appenzeller Wembley-Rasen 400 Meter weiter kommt das Vorprogramm auf Touren. Man merkt schon, es ist eine Win-Win-Situation, Marcel, oder? Es ist der FC St. Gallen, das ist eine gute Marketinggeschichte. Man kommt näher, natürlich. Da kommen übrigens St. Gallen spielen gerade. Ich weiß nicht, man kann da mal ein bisschen den Platz besichtigen. Über den Platz reden wir nachher auch noch gerade. Fantastisch, der ist gut, Jungs. Mal Daumen hoch. Hä? Trainer, oder? Daumen hoch. Besser als im Kibum Park, wenn man das gehört hat. Also, um das kümmern wir uns nachher dann auch noch gerade. Also Win-Win-Situation. Die Leute sind für den FC St. Gallen natürlich da. Man wächst ein bisschen näher zusammen. Das ist für beide eine gute Sache, oder? Ja, nochmal für die Urnäsche. Guck mal, was die auf die Beine stellen. Erstens zeigen sie, dass sie es können. Großartig. Und für die St. Gallen, die sind schlau genug, solche Dinge zu machen. Mhm. Weil, nochmal, in den Kibum Park, der fühlt sich nicht von alleine, sondern du musst den Menschen auch eine Nähe zeigen. Und das ist Profifußball, der ist so weit weg von hier, wenn wir hier uns rumgucken. Und auf der anderen Seite ist er ja nur, was weiß ich, 15 Kilometer darunter. Bis daher, ja. Aber da brauchst du eine Nähe, wenn das noch der Fußball sein soll, von dem wir immer reden. Zur letzten Traineransprache vor dem Traummatch wird live in die Kabine vom FC Urnäsch geschaltet. Also, jetzt schauen wir mal, was die Worte sind vom Trainer vom FC Urnäsch, bevor das dann losgeht zum grossen Match, zum Traummatch vom FC Urnäsch. Also, letzte paar Minuten, die wir noch vor dem grossen Spiel werden haben, geht nicht mehr lang, Stunde 15, wir gehen nachher raus. Herren, das ist das Riesenspiel, das wir werden haben. Das müsst ihr geniessen, das müsst ihr leben, da könnt ihr Freude haben. Auch in meinen Augen sind eher auch Riesenstars. Das, was wir hier mit diesem Verein auf die Beine stellen können, das ist grandios. Das ist wirklich super. Es gibt für Fußballer eigentlich nichts Schöneres. Wir verbeugen uns nicht, wir sind Urnäsch, wir spielen da, wo wir können. Wir spielen daheim, wir spielen vor einer riesen Kulisse. Über 2000 Leute, unvorstellbar. Also, da werdet ihr euren Kindern noch erzählen. Matthias Hüppi, er wird auch nach dem sportlichen Geschirr. Hier im Hohenlauf und im Hafen, wo ihr am Leben seid. Goalie von Urnäsch, Manuel Amann. Du bist ja mit ihm trainieren, das haben wir vorher auch noch mal ausschnittsweise gesehen in dieser Best-of-Serie. Erzähl etwas über ihn. Was sind deine Eindrücke? Was kommt da heute auf ihn zu? Gut, St. Gallen muss ich heute warm anziehen, weil die haben eine Bank in den Urnäsch mit dem Manu. Und das ist interessant war. Ich muss sagen, sie haben natürlich wollen zeigen. Da sieht man den Manu, er hat natürlich eine riesige Größe. Der Körper ist sehr groß, ein paar Sachen ein bisschen beigebracht da und ist natürlich fantastisch, wenn du als Goalie kannst in so einem Spiel spielen gegen den FC St. Gallen, den grossen FC St. Gallen. Und ist das Schönste für einen Goalie. Also Schönste für einen Goalie, wenn du nicht viel überkommst. Aber du kannst dich bestimmt auszeichnen, Marcel. Ich weiß, was du dich wollen fragen. Ja, ganz sicher. Ganz sicher. Er muss gucken, dass er keine Rückenschmerzen kriegt vom Bälle hinten holen. Aber wenn er die ein, zwei Szenen hat, das reicht. Nein, du hörst, sie sind schon motiviert dort. Das ist imparat. Und für uns hat er noch ein paar Spieler vorne dran, die Vollgas geben, oder? Gut, das ist irgendwo für den Goalie vielleicht dann auch irgendwann mal eine mentale Geschichte, oder? Wenn schon 7 gekommen sind. Dann musst du ja auch weiterhin einfach voll bereit sein. Und die Frage ist natürlich, wenn St. Gallen so spielt, wie wir sie kennen, nämlich immer voll vorne drauf, dann muss dann irgendwie das mit dem Füßli auch funktionieren, oder? Das muss absolut funktionieren. Aber für da in der Tür ist er auch am Anfang dagegen. Aber am Anfang mögen sie noch. Ich weiß nicht, wie lange das mögen heute. Ja, da hoffentlich laufen sich nicht zu fest ein. Aber für einen Goalie ist es so, du kannst dich auszeichnen. Ganz klar, sicher. Mental darfst du nicht studieren, wenn ich schon ein paar drin habe. Dass du jetzt gerade da voll abschaltest, das wäre fatal. Hey. Genieß den Match, hol die Bälle raus. Hast x Situationen dich, um zu zeigen. Und so musst du in das Spiel gehen.
Was ich mich natürlich immer frage, als einer, der es auch nie ganz weit rauf geschafft hat, wissen die Jungs, die wir hier sehen, überhaupt, was auf sie zukommt? Es kommt natürlich alles auch ein bisschen darauf an, eben, wie viel Gas gibt denn St. Gallen? Oder wie viel Tempo drücken die vorne drauf? Oder lassen sie es, wie wir einmal sagen, auch ein bisschen leben? Vielleicht weiss auf zwei, drei von solchen Fragen der Cheftrainer Peter Zeidler eine Antwort. Der Beat Signer konnte mit ihm reden. Ja, Peter Zeidler, jetzt ist gerade eine Frage im Studio aufgekommen. Lässt der FC St. Gallen, der FC Urnäsch heute ein bisschen am Leben? Oder wie sieht der Matchplan aus? Ja, zuerst mal schauen wir auf uns und wir wollen einfach gut spielen. Wir wollen richtig Vollgas geben. Natürlich gibt es einen Gegner. Der Gegner war sehr freundlich zu uns und ist sehr motiviert. Das haben wir gesehen. Ne? Aber wir sehen das als ganz, ganz wichtige Trainingseinheit. Und die beste Trainingseinheit ist immer ein Spiel. Also wir wollen keine Geschenke verteilen. Mal schauen, wie es rauskommt. Wir wollen uns sehr gut präsentieren. Das ist unser Vorhaben. Fußballerisch trennen den FC St. Gallen und den FC Urnäsch Welten. Gerade bei 40 Grad in der Sonne. Aber einen Heimvorteil hat David Urnäsch. Wir haben rundum immer noch spezielle Töne, wie zum Beispiel Kuhglocken. An das sind sie nicht gewöhnt. Und das wird sicher eine Herausforderung für sie sein. Und dann ist es soweit. Nach 3 Monaten intensiver Vorbereitung wird der erste Traummatch in der Geschichte des Schweizer Fußballs angepfiffen. Thomas Brandenberger. Nummer 3, Thomas Weidner. Fünf Stunden später sitzen die Traummatch-Helden noch einmal zusammen. Seit 10 Minuten können sie chillen. Hey, ja, ich habe gefunden, sie sind auf Augenhöhe sind gegen uns getreten. Ja, sie haben nicht das Gefühl gehabt, wir sind St. Gallen, sondern alle freundlich. Sie sind schon nervös. Ja, gell. Aber sie sind echt so angespannt. Sie sehen echt angespannt aus. Wie haben wir es nicht gemacht? Unser Coach schaut nicht so nervös. Schau mal, der ist da. Der Plan, gleich mit dem Anstoß den ersten Torschuss abzugeben, geht nicht auf. Du hast vorne, gell? Ich bin nervös. Ja, ich habe verloren. Ja, sonst so musst du mir cool. Ja, wenn ich verloren habe, dann muss ich nicht sagen, ich habe verloren. Wenn ich komme und sage, ich habe cool, und wenn ich nicht sage, dann habe ich verloren. Die ersten Minuten können die Urnäscher gut dagegenhalten. Da auch, wir sind schön ruhig geblieben da, das ist auch eine gute. Da ist ein heißer Ball. Jetzt kommt dann ein Marschus. Ja, gute Körper. Jetzt kommt die Eicher-Szene. Man kann schon sagen, der bisherige Aufreger der Startminuten. Manuel Lammann hat den Ball am Pfosten hergeschaut, sagen wir es mal so. Glück gehabt, seht ihr, der schnelle Abschluss. Ja. So, dieses Anfangs-Wettkampfglück hat sich Urnäsch ganz sicher verdient. Ich glaube, Sie sind davon ausgegangen, dass Sie schneller eine machen. 2 Minuten. In der zweiten Halbzeit noch etwa 6 Sekunden. Okay. In der 8. Spielminute bricht das Bollwerk vom FC Urnäsch zusammen. Zum ersten Mal. War dein Fehler? Ja. Wir laufen alle frei hinter. Ja, der ist nicht blank, der Tinder. Ruiz auf Gimeno. Was macht der Gimeno? Quergelegt, da steht Quadvodua und da ist das erste Tor in diesem Traummatch. Die beiden St. Galler Angreifer kombinieren sich durch. Nach gut 7 Minuten ist der erste Widerstand des Viertligisten gebrochen. Auch wenn Manuel Ammann noch 24 weitere Tore kassiert, wird er zum Man of the Match.
Seine größte Szene hat der Goalie beim Penalty, der eigentlich gar keiner war. Gimeno, da kommt Amann zu spät. Das sieht nicht nur nach Elfmeter aus, das ist auch einer. Penalty für den FC St. Gallen. Manuel Amann jetzt im Duell gegen Quattro Dua. Und diesen Penalty hält der Torhüter des FC Urnes. Was für ein Moment für den 28-jährigen Schlussmann. Das sind genau die Momente, die ich gerade angesprochen habe, wo wir gerade drüber geredet haben. Ja, da erzählst du immer dann später immer wieder, kannst sagen, du gegen den Dua sind 11 Meter. Wir haben ihn übrigens auch pariert. Und für das ist das gut aufgegangen jetzt mit dem Penalty und mit dieser Aktion, klar. Die größte Chance auf das eine ersehnte Tor hat Urnes kurz vor der Halbzeit bei einem Freistoß. Oh, er bringt den Ball noch gefährlich auf den Kasten. Abgefälschter Ball, genau. Zur Pause haben sich die Urnäscher den Respekt vom großen FC St. Gallen verdient. Nein, wir haben einfach probiert, das Spiel voll seriös zu nehmen, den Gegner zu respektieren und einfach unser Bestes auf den Platz zu geben. Und ich denke, das haben wir geschafft. Ja, Urnes hat es auch bei 2-3 Kunden gut gemacht, gerade am Ende haben sie uns kurz schwindelig gespielt an der Seite und ja, der Kollege Eich hat ein paar Mal den Patrick Sutter aussteigen lassen. Aber nein, für uns ist es auch wie eine super Trainingseinheit und ich freue mich sehr, hier in Urnes zu sein. Der Traummatch macht's möglich. Sprechchöre für einen Viertligaspieler. Der Publikumsliebling hier in Urnes. Ja, es ist natürlich schön, auf so einer Kulisse zu spielen. Es ist natürlich umso motivierender und ja, es macht Spass, obwohl wir vorgeführt werden. Aber ich hoffe, das muss auch ein bisschen so sein. Das ist der FC St. Gallen. In der zweiten Halbzeit schwinden dann bei Urnes die letzten Kräfte. Auch weil St. Gallen mit einem komplett neuen Team antritt und die Urnäscher, anders als im Viertligabetrieb, nicht aus- und wieder einwechseln dürfen. Noch mal ein Goal. Der nächste Abschluss, der sitzt. Das Schützenfest des FC St. Gallen. Aber er sieht da blöd vorne rein, oder? Ja, das sind Profis-Kleine. Hast du ja. Ihn noch gesehen? Ja. Du hast ihn abgefahren. Beine der Teamkollegen kneten in den nächsten Tagen. Jetzt ist Amann geschlagen. Und damit ist wieder das Unheil nicht mehr abzuwenden. Der FC Urnes. Aber es gibt sie noch. Die Highlights für den FC Urnes in der zweiten Hälfte. Ein persönliches Souvenir, signiert vom gefaulten Gegenspieler. Und unterschrieben vom Nu. Beim Stand von 0:24 gelingt Abwehrchef Thomas Brandenberger noch ein ganz wichtiges Ziel. Er tunnelt seinen Gegenspieler. Zu 25 kann das schönste Spiel des Lebens sein.
Eben ein Traummatch. Ja, so für mich war es eine Riesensache, eigentlich, das Ganze so zu erleben als Captain, so eine Mannschaft auf den Platz zu führen. Ich fühle mich jedes Mal mit Stolz auch wieder. Ich denke, momentan kann man noch gar nicht realisieren, was für Weite da alles hat. Der Event, die gesamte Doku, die bis dort angekommen ist. Ich glaube, das kommt erst später, so ein bisschen mit der Zeit noch, wenn alles ein bisschen gesettelt ist. Aber so muss ich sagen, also, das war ein riesiges Event. Schlusswort. Ja, eigentlich gibt es nicht mehr viel zu sagen. Es sind so viele coole Momente über die 4-5 Staffeln jetzt mit dem Traummatch, das wir dürfen machen. Und ich möchte einfach allen Danke sagen, Blue Danke sagen, dass wir dürfen das Event gestalten oder gewinnen haben können überhaupt, dass die das gemacht haben. Alle Helfer, die dabei waren, rund um Urnäsch, für den FC Urnäsch und so weiter. Und natürlich am FC St. Gallen, dass wir dürfen gesehen shooten, unglaubliche Momente dürfen aufsuchen heute. Ja. Das ist, ich glaube, für jeden einmalig war, der auf dem Platz war und auch rundherum, denke ich einmal. Und es war einfach genial. Danke schön. Bereit für einzigartige Fußballerlebnisse auf Blue Sport. Präsentiert von Swisscom, Adidas, 11 Team Sports und MS Sports.